Ja, guten Tag, liebe Shisha-Freunde. Victor B ist wieder da. Olli ist auch da. Der ist nur noch kurz auf Toilette. Der kommt gleich. Und wir fangen direkt an mit einem neuen Review, mit einem neuen Produkt von Kaya. Deswegen gibt es auch heute die Kaya PNX Shisha, die übrigens ab November wieder neu produziert wird oder halt verbessert wird. Und deswegen haben wir auch nochmal gedacht, jetzt rauchen wir doch mal wieder mit der PNX und wenn es schon ein Kaya-Produkt gibt, gleich doppelt so gut, dann rauchen wir doch gleich extra nochmal damit. Und wir stellen euch heute diesen Kopf vor, und zwar den Kaya S-Force Funnel in Perlgrau, so nennt sich das. Sieht sehr cool aus, das Design. Ja, ich denke, der Olli kommt gerade, deswegen gehen wir auf Zeit, dass ich eine Tür ins Gesicht kriege. So, komm jetzt rein. Oh, Alter, du bist aber jetzt schon wieder ein Kopfraune. Jetzt habe ich doch genug Spinnen auf dem Klon am achten Kopf. Ja, mei. Wann drehen wir eigentlich das Video? Wann willst du anfangen? Hast du irgendwas gesagt, du willst ein Video für die Lutschköpfe da draußen drehen? Sind schon dabei. Was? Oh! Oh! Oh, hättest du was nichts gesagt. Genau. So. Es sei leid. Ja, da haben wir den neuen S-Force Funnel. Sehr coole Lackierung. Ja. Also, sieht aus wie aus Metall. Sieht sehr cool aus. Verarbeitungstechnisch sieht er gar nicht schlecht aus. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass das Loch nicht hundertprozentig rund ist. Also das geschnitten hier da drinne, das ausgeschnittene ist nicht hundertprozentig rund. Aber das soll uns nicht daran hindern, dieses Produkt zu testen. Mod hauen wir rein, passt perfekt, steht, sollte eigentlich keinen Millimeter, müsste genau drüber passen. Wir werden es gleich sehen. Und hauen den Tabak in den Kopf. Der Kopf selber ist relativ groß, muss ich sagen. Man kriegt einiges an Tabak rein. Höhe beträgt 13,5 cm. Durchmesser oben 8,5, Durchmesser unten 4,5. Ja, und dann hauen wir jetzt mal einen Tabak rein. Der Olli kann euch mal die OVP zeigen, Kann ich. wenn er mal fertig ist hier. Ich weiß Vom nicht. Tabak. Achso, ja. Machen wir gleich. Jetzt mal erstmal die Lochung hier. Ja, machen wir die. So. Aber wie ich die Lochung mache, ist ja noch top secret. Secret. Ja. Aber ihr werdet es irgendwann sehen. Obwohl, vielleicht ist ja das Video dann schon online. Ah, nee. Nee, da. Ich denke mal nicht. Ja, dann warten wir noch ganz kurz, dann zeige ich euch die OVP. Und zwar Queen of Hearts. Zack, zack, da haben wir ihn. Fantasia Deutsch 250 Gramm. Probieren. Haben wir schon einiges davon geraucht. Das ist ein sehr leckerer Tabak. Nach Wasser schmeckt, werden wir euch während dem Review erklären. Ja, danke Ja. für die Lochung. Bitte schön. So. Dann geht man das so drüber und dann können wir auch schon loslegen. Ach, bevor du B2B alles macht und sagt am Schluss, ich tue hier drin nichts, ja, wie ich immer halte halt. Kohlen drauf. Also. Ja, wie immer halt, genau. Da bin ich ja so einer. So, jetzt brauchen wir noch einen Kopfadapter. Haben wir da keinen gebraucht? Mehr irgendwo rumliegen. Scheiße, die werden unten liegen, oder? Oh, was machen Weil die? der eine war am Schlauch nur dran. Oh nee, was am Schlauch? Und der andere wird nur in der Pfeife stecken, oder? Schlauch! Nee. Ja. Schlauch, Manuela. Insider! Oh ja, oh Scheiße, die Kopfdichte Oh. ist fett. Warte mal, nehmen wir mal die da. Die Ja, müsste der eine weg. müsste, der Originale müsste auch noch rum. Ach, was weiß ich, wo du den wieder hinbuddelt hast. Ah, da, das passt Ich? wunderbar. Jetzt, ja, passt wunderbar. Ah ja, übrigens, wir haben einen fetten Kohleteller am Start, wie ihr schon sehen könnt. Stimmt, wir haben ein bisschen Livestream gehabt, gell? Ja, den gibt es auch. Gut, den habe ich ganz kurz mal bei der Ja. La Copa vorgestellt oder gezeigt. Gibt es bei Kaya zu kaufen. Was er momentan kostet, weiß ich jetzt gar nicht, weil er gerade nicht im Shop war, wo ich geguckt habe. Egal, wir legen los. Ja, Kaya S-Force. Es gab schon einige Fragen danach. Bitte testen noch mal, bitte testen noch mal. Also machen wir. Ist ja momentan sehr im Trend, große Kohlenteller. Ja, fast jeder benutzt sowas jetzt mittlerweile schon. Ja klar, warum auch nicht? Ja, ist einfach vorteilhaft, ja.
Genau. So ist es. Da können wir da oben das Essen abstellen, ja. Nur das Problem ist, beim Getränk, das wird halt sehr warm wegen diesen Kohlen. Ja, wenn er Tee will, schaust du halt einfach nebendran hin, dann irgendwann wird er schon mal warm. Ja, also Queen of Hearts, wie gesagt, rauchen wir gerade überwiegender Kirschtabak, was drin ist. Und ja, einige sagen, ein bisschen Melone soll noch mit drin sein. Also die Alufolie hat perfekt drüber gepasst, ohne dass es einen Huckel gibt. Also das ist perfekt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Es sollte eigentlich... Ja gut... Ja, nicht ganz. Also ich habe gerade gesehen, so ein maximal 2 mm schaut der oben drüber, ist aber nicht so schlimm wie bei den anderen. Hier ein bisschen schaut es drüber, minimal, also das stört nicht. Das war beim anderen Funnel von Kaya damals schlimmer. Das fällt mir der Name nicht mehr ein, der Medium Funnel, glaube hat er geheißen. Bei dem war es, das Einloch ist fast klar auf der gleichen Höhe. Genau, bei dem war es damals, haben wir schon mal vorgestellt. Und da ist halt der Mod wirklich gleich über dem Rand jetzt. Richtig. Und bei dem ist es minimal, also das stört nicht. Die Kohlen liegen ganz normal drauf. Ja, Fantasia, wer hätte es gedacht? Kohle. Man braucht mehr Kohle, mehr Hitze. Obwohl wir jetzt schon die Coco Brigos drauf haben. Ja. Weiß ja nicht, ob du es erwähnt hast jetzt vorhin. Coco Brigos sind drauf, ja, jetzt habe ich es erwähnt. Von, wie heißt es nochmal? Chianti oder wie heißt es? Chianti. Chianti. War mal Tom. Chianti, ja, Chianti. Coco Brigos steht da drauf. Ist genau die gleiche OVP. Könnt ihr ja gerne mal in meinem Kanal schauen. Da habe ich ein Video hochgeladen, nämlich mit alfacher Kohle erst. Cola! Ja, Kohletabak ist auch mal nicht schlecht. Extra für der Tunes. Der wissen wollte, ob es eine Fehlproduktion ist. Und da habe ich genau beide OVP hab ich hingestellt. Also ich habe die Tom hingestellt und die Chianti. Und das ist genau die gleiche OVP. Nur dass der Name einfach mal anders ist. Ja, also Durchzug ist super. Bei dem Kopf. Also das passt auf jeden Fall, der Durchzug ist super. Ich habe jetzt ganz normal Setup gemacht, wie wenn ich es beim Saphir Funnel zum Beispiel mache oder auch mit dem Shisha King Da Vinci Funnel zum Beispiel. Genau gleiche Setup, dreiviertel gefüllt, 2 Lagen Haushaltsalu, Atomlochung, 3 Chianti Coco Brico Kohlen. Und lässt sich super rauchen, also ist super Durchzug. Den Kopf selber gibt es in 6 verschiedenen Farben. Ich schau gerade mal. Also, wie gesagt, sehr geiles Design. Das Design ist cool geworden, auf jeden Fall. Sieht auch keinem anderen Funnel jetzt irgendwie ähnlich. Also hat er sich mal was Neues einfallen lassen. Gibt es jetzt in jeder Farbe. Grün, Rot, Blau, Pinkblau für die Dame zum Beispiel. Schwarz und eben den Perlgrau, der sehr cool ausschaut, also so richtig, wie du schon vorher gesagt hast, so Metallfarben. Ne? Ist irgendwie so eine Metalllackierung, irgendwie so eine Art, also natürlich ohne Metall. Das Gute ist, kostet keinen Cent mehr, die spezielle Lackierung. Wenn wir schon beim Preis sind, sehr günstig, 5,99 €. Ist also wirklich ein sehr günstiger Kopf, wo aber auch wirklich viel Tabak reinpasst. Also ich hätte locker noch 8 Gramm oder so mindestens reinhauen können, dass wir auf 20 Gramm ungefähr kommen, also das ist gut. Ohne dass ich jetzt drücken muss oder sonstiges, also da passen 20 Gramm locker rein. Und also man kann mit dem dann auf jeden Fall auch schon länger rauchen. Und Rabatt bei mehr, wenn man mehrere kauft, bekommt es ja nicht, weil Olli der Zerstörer hat 10 Stück gekauft, weil der schmeißt ja bei jeder drin Session ja einen Kopf runter. Genau. Habe ich bloß erfahren von ihm. Von ja, dem Kopf da. Kann ich vergessen, da gibt's nichts. Ja, das Kaya-Logo ist auch eingraviert, erkennt man bei der Lackierung aber leider nicht so gut, aber man kann es noch erkennen. Ich habe es vorher mal in die Kamera gehalten, ich glaube, ihr habt es aber nicht erkannt. Gut eingraviert in Anführungszeichen. Es ist eher rausgehoben. Ja,
Stimmt. Alles andere wäre fast. Aber da ist die Lackierung ein bisschen, also zu viel Lack drauf oder zu viel Farbe, dass da schon wieder fast gleichmäßig. Ja, fast also man erkennt es so gut wie nicht, aber das ist ja egal. Also im Licht oder so sieht man es auf jeden Fall. Ja. Ich kann es hier jetzt. Ja, jetzt so sieht man es eh nicht mal, weil die Alu jetzt. Ich sehe es hier. Drauf, siehst du noch? Hier ist ja, ja. Aber ganz, ganz minimal. Okay, jetzt haben wir unseren überdimensionalen Schlauchadapter drauf, so wie es mal ein User gemeint hat. Hey, wo kann man den überdimensionalen Schlauchadapter kaufen? Den könnt ihr jetzt ab sofort bei Kaya kaufen, ja, für 99,90. Und ja. Der Aladdin. Gibt's trotzdem bei Kaya. Und es ist noch nass, deswegen macht es ein bisschen Geräusch. Yes. So. Ja, da könntest du dann die fetten Schläuche anschließen. Ja. Mit so 10 cm Durchmesser. Ungefähr. Müsste halt der Mund ein bisschen so. Gut, das vordere muss ja nicht so groß sein. Ja, also der Anschluss hinten. Ja, aber das vordere auch, das ist dann so ein Schlauch am Ende, ja. Ah, der wird gerade produziert. So ein Kabelschlauch, wo es in der Erde auch verlegen. Ja, genau, sowas. Jetzt ja genau. Und vorne dran habt ihr ein ganz normales Kunststoffwasserrohr. Das ist was, wie man so was man bei der Feuerwehr verwendet. Vor allem, das ist ja wie beim Inhalator, man tut es auch über die Nase drüber und so. Und dann. Ja, ganz genau, ja. So, weiter geht's im Text. Für alle, das war nur ein Spaß, gell? Nicht, dass er jetzt meint, wo kann man das kaufen? Da sind wieder Leute dabei, die das denken, ja? Nicht so viel rauchen, dann kann es auch nicht passieren, dass er das dann auch wirklich meint. Ja, also zum Kopf. Tabak erstmal ist sehr gut, haben wir ja schon länger geraucht. Fantasia, Kirschtabak, super. Schmeckt uns sehr. Wir mögen ja eher so fruchtigere Sachen, deswegen ist das auf jeden Fall auch sehr lecker. Schmeckt eindeutig nach Kirsche, alles andere lässt sich eigentlich nicht rausschmecken bei dem Ding, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich schmecke da jetzt keine Melone oder irgendwas noch raus, also... Mein Mäusch. Was meinst du jetzt? Ja, ich Mäusch gleich. Ja, da ist gut. Ja, zum Kopf selber. Wie schon gesagt, die Verarbeitung sieht so jetzt sehr gut aus. Ich habe es jetzt innen auch angeschaut, da sah es auch sehr gut aus. Also habe ich jetzt nichts zu bemängeln, außer wegen dem Loch oben. So. Preis-Leistung ist gut, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wie gesagt, für 6 Euro einen guten Tonkopf zu haben, kriegt ihr jetzt bei Kaya. Das Einzige, was wir jetzt noch empfehlen bei dem billigen Preis, wascht nicht danach aus. Also wir machen es generell ja. Nicht mehr egal bei deinem Kopf, nicht mal bei Sapphire, obwohl es aushält. Ja. Wir lassen den abkühlen bis zum nächsten Tag mit der Schmodder da drin. Ja. Und putzen den erst am nächsten Tag aus. Das ist ja heißer Kopf, kaltes Wasser. Oder warmes Wasser. Selbst bei warmem Wasser haben wir es schon gehabt. Genau. Bei manchen Köpfen, die also nicht so hochwertig produziert werden wie jetzt die Safir-Produkte, haben wir einfach selber schon gemerkt. Bei Safir ist nie was passiert. Beim Auswaschen mit warmem, heißem Wasser. Bei günstigeren Köpfen ist es leider schon passiert. Es kann sein, dass es bei denen nicht passiert. Getestet haben wir es nicht, weil wir wollen den Kopf ja noch länger haben. Aber deswegen Olli und mein Tipp, einen Tag auskühlen lassen und dann ganz normal säubern. Aus, genau. ja und dann einfach ein paar Stunden abkühlen lassen, dass er halt richtig ist. Sonst kann es passieren, dass er kaputt geht. Selbst bei warmem Wasser hatten wir das schon. Jo! Dann wäre es das auf jeden Fall. Zum Kaufen gibt es den zum Beispiel bei kaya-shisha.de. Beim Kaya selber gibt es den natürlich. Wäre ja eine Schande, wenn er nicht da hätte. S-Force Produktion 5,99 Euro in 6 verschiedenen Farben. Ja, dann sage ich natürlich vielen Dank wieder fürs Einschalten. Das war's wieder mal für heute. Ich sag danke, Olli natürlich auch. Und Kaufempfehlung gibt es natürlich bei dem Kopf. Und dann sagen wir danke, bis zum nächsten Mal. Servus, goodbye und Salvinio. So, wir rauchen nur kurz in die Kamera für euch und dann hauen wir ab. Also nicht ausmachen, Kamerafrau. Ja? Alina, ne?